Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Blauzahn. Ja, zu dem Ioniq habe ich schon viele Videos gemacht, gerade zu den Vorzügen und was der Ioniq besonders gut kann. Was der Ioniq nicht so gut kann, das möchten wir uns heute mal angucken. Und ich muss ehrlich sagen, als Verbrennerfahrzeug hätte ich den Wagen niemals gekauft. Ich hätte noch nicht mal näher angeguckt, gar nicht. Aber als Elektrofahrzeug, selbst wenn er jetzt von Dacia gekommen wäre und hätte diese Daten gehabt, diese Spezifikation, hätte ich ihn mir gekauft. Mein Ioniq ist jetzt 16 Monate alt und hat kürzlich die 50.000 Kilometer Marke überschritten. Und zunächst gucken wir uns mal die Defekte und Mängel an, mit denen ich so zu kämpfen hatte. Man hört ja viel auch von anderen Marken, defekte Drive Unit, viele Verarbeitungsmängel, Teile, die nicht richtig funktionieren, Systemabstürze. Gucken wir mal, was mein Ioniq in der Zeit hatte. Ja, tatsächlich hat der Ioniq überhaupt keine Defekte gehabt und auch die Verarbeitungsqualität ist wirklich spitzenmäßig. Karosseriequalität, Spaltmaße, Innenraummaterial, Verarbeitung, kein Klappern, gar nichts. Es ist wirklich super, was diese Dinge betrifft. Und dann kommen wir nun zu den Dingen, die mir überhaupt nicht gefallen. Und hier mein Platz 1. Ja, Platz 1 ist die Position des Ladeports. Ich könnte mir im Moment nichts Dämlicheres mehr vorstellen als ein Ladeport auf der Fahrerseite bei einem Fahrzeug, was im Linksverkehr fährt. Und ich habe bisher noch gar keine Ladesäule gefunden, wo ich wirklich mal vernünftig laden konnte. Ich muss ständig rückwärts einparken und ich kriege es irgendwie mit dem Wagen, ich weiß nicht warum, ob es an mir liegt oder ob es an dem Wagen liegt, ich kriege den nicht gerade eingeparkt. Aber wie auch immer, ich habe das rückwärts einparken absolut satt, wirklich. Wenn ich ein Formel-1-Fahrer wäre, ich müsste auch nicht rückwärts einparken, es geht immer vorwärts und wenn man schnellzügig vorankommen will, dann fährt man vorwärts und die Ladesäulen sind meistens so ausgelegt, dass man eigentlich den Ladeport an der anderen Seite mindestens haben muss oder am besten wäre tatsächlich, wenn der Ladeport so wie beim Kona ganz vorne wäre. Ich glaube, das wäre optimal, weil Skyline Plaza in Frankfurt, das ist eine Einbahnstraße. Wenn man da rangefahren kommt, hat man auf dieser Seite die Ladesäule, ja, und das ist eine Parkbucht. Und man kann überhaupt nicht, man kann nicht das Kabel hier rüber bringen. Das Kabel ist zu kurz und meistens sind die Kabel zu kurz. Und deswegen muss man da in der Einbahnstraße wenden, sich dann so ranstellen, entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Und die Polizei weiß das mittlerweile auch, die sagen da nichts. Das ist mir selber passiert, ich habe geladen und da kam dann die Polizei vorbeigefahren, die haben gar nichts gesagt. Ja, also da würde ich mir wirklich wünschen, dass der Ladeport an anderer Position ist. Ja, diese Prozedur führe ich bei jedem Start durch. Weil als erstes schalte ich das FES aus, Virtual Engine Sound System. Das ist ein Geräusch, was bis 30 km/h erzeugt wird. Künstliches Geräusch für die Fußgänger. Aber ich glaube nicht, dass das irgendeinen Nutzen hat. Das hört sich nämlich an wie ein Beamvorgang bei Star Trek. Also, ob man dann denkt, dass ein Auto kommt, ich weiß es nicht. Es ist aber jetzt Pflicht und lässt sich nicht vermeiden. Und man kann es nicht dauerhaft deaktivieren, deswegen vor jeder Fahrt schalte ich es aus. Und als nächstes schalte ich den Sportmodus ein. Es gibt 3 Fahrmodi. Eco, Normal und Sport, aber im Grunde unterscheiden die sich nicht voneinander, sondern die Kennlinie des Strompedals wird im Grunde nur geändert und ich muss sagen, ich fahre mit dem Sportmodus wesentlich angenehmer und auch sparsamer, weil ich dann einfach das Pedal nicht so feste durchdrücken muss, deswegen schalte ich immer auf Sportmodus.
Ja, und auch Auto hold muss man vor jeder Fahrt wieder neu einschalten, weil das deaktiviert sich immer. Auto hold ist wirklich sehr praktisch. Man steht am Berg, tippt kurz die Bremse an und dann hält die Bremse selber. Und wenn man den Wagen abstellt, zieht sich die Handbremse automatisch an. Und das ist eine Komfortfunktion, die ich in anderen Fahrzeugen hatte, die dann dauerhaft aktiviert war. Ich verstehe nicht, warum das hier jedes Mal neu aktiviert werden muss. Da muss ich auch jedes Mal die Reko-Stufe auf 0 schalten, weil ich segel lieber, als dass ich rekuperiere und dann wieder Gas geben muss. Zum Schluss ist es sparsamer. Also die Energie, die man erst gar nicht aufwenden muss, ja, die ist natürlich wesentlich besser für die Sparsamkeit, als dass man versucht, die Geschwindigkeit zu halten, vom Strompedal geht und dann rekuperiert er, als dass man einfach lang segelt und dann zwischendurch gar nicht aufs Strompedal gehen muss. Generell, wenn man bremst, rekuperiert er auch, wenn die Stufe 0 aktiviert ist, also Segeln, mit bis zu 90 Kilowatt, wenn man auf die Bremse tritt, rekuperiert er. Und das ist sehr, sehr stark für diesen kleinen Akku und das Auto hier mit dieser wenigen Leistung. Und das sind ja jetzt auch nicht alles Sachen, die ich nicht gewusst habe, bevor ich das Auto gekauft habe. Natürlich habe ich mich ausgiebig über alles informiert und alles, was ich hier so im Video sage, habe ich vorher gewusst. Aber wenn man damit plötzlich im Alltag jeden Tag zu tun hat, dann können Sachen doch ganz schön nervig sein, wo man denkt, okay, das ist kein Problem, damit komme ich zurecht. Ja, von wegen. Und damit sind wir bei Punkt 3 auf meiner Liste. Wir haben hier das Licht. Damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Es gibt zwar Abblendlicht, LED, aber das Fernlicht ist halogen. Auch gibt es keine Nebelscheinwerfer, was allerdings natürlich noch zu verkraften wäre. Aber das Licht ist eine Funzel. Und das kann man sich auch nicht schönreden, indem man sagt, ich fahre sowieso nur mit Abblendlicht. Das ist meines Erachtens ein Sicherheitsrisiko, wenn man nur mit Abblendlicht fährt, auch bei höheren Geschwindigkeiten und sich so das schlechte Licht schönredet. Ja, das LED-Licht im Abblendlicht ist natürlich super schön hell und gut ausgeleuchtet, aber das nützt mir auch nichts, wenn ich schnellere Geschwindigkeiten im Dunkeln fahre oder auf der Autobahn oder auf der Landstraße vor allen Dingen. Weil die Halogenfunzel ist wirklich absolut miserabel. Es wird kaum heller oder man sieht kaum mehr, wenn man das Fernlicht einschaltet. Und ich bin es anders gewohnt. Selbst wenn man Xenonscheinwerfer, adaptive Xenonscheinwerfer hat, ist das wesentlich besser. Auch Xenon-Fernlicht ist natürlich wesentlich besser als Halogen-Fernlicht. Im Tiguan bin ich es gewohnt, dass die Fahrbahn maskiert wird. Man kann dauerhaft mit Fernlicht fahren. Die Autos werden ausgeblendet. Es gibt einen Fernlichtassistenten. Okay, das kann ich jetzt nicht verlangen für den Preis, aber eine Option als Aufpreis wäre absolut sinnvoll gewesen, dass man zumindest das Fernlicht als LED hat, auch wenn es kein adaptives Licht ist. Kurvenlicht sucht man alles vergebens, keine Möglichkeit. Und da bin ich wirklich verwöhnt von den Audis, die ich vorher gefahren habe. Selbst von dem Golf mit dem adaptiven Xenonlicht ist das eine ganz andere Sache als hier diese Halogenfunzel. Wofür ein Ladekabel nicht alles gut ist. Mir ist gerade unser Pferd abgehauen und ich hatte gerade nichts dabei. Der Zaun ist einfach aufgegangen und da habe ich das Ladekabel. Kann man wunderbar ein Pferd mitführen, ne? Gut, dass wir ein schönes 32 Ampere-Kabel im Kofferraum haben. Ja, was auch nicht so schön ist das Soundsystem. Der Klang ist zwar nicht schlecht, aber ich habe das Gefühl, es ist zu wenig Druck dahinter. Und insgesamt klingt das schon ein bisschen schwach. Gerade wenn ich das mit dem Golf vergleiche, den ich vorher hatte, der hatte wesentlich kräftigere Bässe. Das ist, glaube ich, kein Vergleich. Und wenn man hier von Bluetooth hört, dann geht es vielleicht noch ein bisschen, wenn man noch ein bisschen mit dem Smartphone nachregeln kann. Aber insgesamt würde ich mir doch schon einen wesentlich besseren Sound wünschen. Was auch noch absolut stört, das macht mich fast wahnsinnig, dass es keine Direktwahltasten gibt für die Favoritensender beim Radio. Wir haben hier die normale Ansicht und kann man auf Radio klicken, ja. Und man kann hier auch mit den Tasten kann man laut und leise machen und weiter wählen.
die nächste Station, aber das nützt mir gar nichts. Jedes Mal, wenn ich rumschalten möchte auf meine Favoriten, muss ich hier anklicken und dann ist die Ansicht auch direkt wieder weg. Ja? Da muss man jedes Mal hier rein, so, und wenn dann die Karte aktiviert ist, geht man erst auf Radio, geht auf Favoriten, geht auf Sunshine Live und muss dann wieder zurückschalten auf Favoriten und dann wieder auf die Karte oder auf Radio und geht auf Home, damit man beide Ansichten hat. Trotzdem, ich möchte das Radio umschalten, gehe wieder auf Radio, auf Favoriten und suche den nächsten Sender aus. Das ist überhaupt kein Vergleich zum Tiguan oder zum Golf, wo man einfach direkt wählen kann, zack, wählt und fertig. Was man noch machen kann, man kann hier die Sender einzeln durchseppen, aber das ist nicht meine Favoritenliste. Die Favoritenliste habe ich mir hier auf diese Taste gelegt, aber da kann ich auch nur vorwärts und rückwärts durchscrollen und nicht einen Sender direkt anwählen. Ja, und was mich auch noch total nervt, ist, dass die Kilowatt-Ladeleistung nicht angezeigt wird. Es können viele Elektroautos, da sieht man tatsächlich direkt, mit wie viel Kilowatt gerade geladen wird. Das zeigt der IONIQ leider nicht an. Es zeigt zwar an, wie lange es noch dauert, aber wie die Ladeleistung ist, das fehlt absolut. Ich habe mir da geholfen und Torque Pro installiert, direkt im IONIQ, im Android-Betriebssystem. Aber das ist ja natürlich keine Lösung für den normalen Menschen, der jetzt nicht an dem Auto rumfummeln will. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlecht und ein großes Manko. Gerade wenn man gucken will, ist irgendwas mit der Säule, finde ich nicht gut. Der Kona kann das und ich hoffe, das IONIQ Facelift wird das auch können. Ja, das waren meine Top 5 der nervigsten Punkte am IONIQ. Die anderen Sachen, Kleinigkeiten, drauf geschissen. Dass es keine Durchreiche gibt für die Skier zum Beispiel oder die fehlende App. Ja, mein Gott, ist halt so. Das sind Sachen, die mich eigentlich nicht so sehr nerven, wie die Sachen, die ich eben genannt habe, mit denen ich wirklich täglich zu tun habe, die absolut stören und total nervig sind. Auch, dass man den Beifahrersitz nicht umlegen kann, so wie im Tiguan. Das ist wirklich eine praktische Sache, aber ich glaube, dann hätte ich mir einen Golf 50 Plus kaufen müssen und dann hätte ich das machen können, könnte allerdings nicht elektrisch fahren. Gut, das sind alles Kompromisse, die man eingehen muss, wenn man aktuell 2019 elektrisch fahren will und noch ein halbwegs alltagstaugliches Auto haben möchte, denn die Auswahl ist nicht groß genug. Und so endet auch diese Folge mit einer herben Enttäuschung und schaut wieder rein, wenn es heißt, mein Ladekabel ist zu kurz.